Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. So, irgendwas behindert die Kommunikation, hat Kendra gesagt. Das heißt, wir fahren jetzt zurück. So, ich will jetzt mal darauf achten, ob da vielleicht irgendwas am Boden war, was ich mit Chinese aufheben könnte. Ist die Leiche weg, die da oben hang? Lol, Kind! Das kann mir hier erstmal gar nichts. Nö, sieht nicht so aus. Ja gut, was soll's. Achso. Ah! Munition. Nice. Alles klar, dann wieder zurück. Wir haben ja auch mal wieder einen Energieknoten bekommen, meine ich. Genau. Die können wir auch verwenden. Was ist das für ein Sound? Alles. Wow! Junge. Was bist du so schnell unterwegs, hey? Machst mich ja nur ängstlich. Da hau ich gleich das ganze Magazin auf dich raus. Ah, nice. Hier ist ja eh gleich die Werkbank. Dann können wir schon mal einen weiteren Knoten verballern ins Nichts. Weil die Stase ja ewig braucht, bis da was geht. Zack. Eben, ihr seht, der Pfeil, das ist der einzige Anfangspunkt. Von einem anderen Ding hätte ich nicht anfangen können. Deswegen brauche ich eben noch zwei leere Plätze sozusagen. So. Was, wo soll ich hin? AAS-Kanone. Leiche. Ist da irgendwas? Nee. Sehr schön. Okay, ab in den Aufzug zur AAS-Kanone. War die echt hier? Ja doch, stimmt, klar. Von hier habe ich geschossen. Ah genau, jetzt muss ich nochmal rüber. Durchs Weltall. Beziehungsweise ja, über das Raumschiff hinweg. Aber jetzt schon mal die Gefahr weg, dass da irgendwelche Asteroiden mich zerstören. Und das ist sehr, sehr gut. Da ist hier eine Kiste, wie ich sehe. Oh, und zwei neue Dinger, die man öffnen kann. Nice. What the fuck, wieso ist es gerade aufgegangen? Ich war viel zu weit weg, als das... Alter, das ist so creepy. Oh, vielleicht habe ich die vorher nicht gesehen. Na, sind sie auf jeden Fall da. Zack, und da müsste noch irgendwo eine sein, genau. Und weg damit. Was ist das? Energie für die Energiekanone, alles klar. So. Das Ding haben sie bekritzelt. Die Schmierereien hier, hey, unglaublich. Ah, hier ist ja schon direkt die Kanone. Okay, nice. Ich konnte vorher nicht hin, weil... Keine Ahnung, auf jeden Fall... Na gut, ich speichere hier mal. Ich musste vorher über das Schiff rüberlaufen. Jetzt könnte ich einfach so hin. Wahrscheinlich ging die Tür da einfach nicht auf. Na gut, dann passt das ja. So, Kanone, was gibt's denn da? Hä, ist die nicht aktiv? Oder sind die ganzen Asteroiden kaputt? Bitte geht 100%. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Hello. Hilfe. Boah Gott, der wirft mit explosiven Fässern an mir, oder was? Ah. Oh mein Gott, das ist viel zu viel für mich. Oh, komm schon. Okay, ein Arm weniger, der Scheiße nach mir wirft. Noch einer. Ja, komm schon. Boah, wie ich halt nicht treffe, ne? Und glaub mir, im Controller ist es tausendmal schlimmer. Ah, überhitzt. Okay, noch einer. Da sollten wir locker packen.
Oh, komm schon. Du nervst halt übel, ne? Du Dreckstentakel. Yes. Nee, er ist immer noch dran. Ey, hallo, kannst du mal aufhören, mein Schiff auseinanderzunehmen? Meine Güte. Eigentlich fürchte ich, das war's nicht. Ah, doch, okay, Aufgabe erfüllt, nice. Ja, es hat sich einfach festgesaugt. Bist du ekelhaft? Oh, da ist die Wähler. Soll ich drauf schießen? Oh Gott. Ich glaube, ich zerstöre das Ding am besten schon. Wenn das geht. Boy. Oh fuck. Ich könnte mit irgendjemandem reden. WTF, Nicole. Alles bricht zusammen. Isaac. Was war das? Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rig-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie. Nice, ich spreche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Wähler finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Ach du Scheiße. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Alles klar. Jo, die Kanone ist am Arsch, leider, wie ich sehe. Vielleicht war es auch die auf der anderen Seite. Naja, wir speichern nochmal. Boah, was für ein riesiges, ekelhaftes Vieh, ne? So, hier, überschreiben, läuft. Schleuse öffnen. Okay, ab in den Aufzug. Wie gehabt. Und auf geht's. Ne, runter geht's. In die Frachtbucht soll ich also. Alles klar, dann schauen wir mal. Da steht auch der Marker, hat er gesagt. Der Jute Hammond. Okay. So, kommen wir hier war doch die Werkbank, meine ich. Jawohl, ja. Nice, nice. Dann können wir endlich mal Stase wirklich ein bisschen verbessern, und zwar die Dauer. Oder die Energie. Ich muss da eh rüber. Ja, diesen brauche ich eh, um dahin zu kommen. Den brauche ich, um dahin zu kommen. Und den, um dahin zu kommen. Ja gut, ich muss sowieso alles kennen. Das ist noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Knoten. Energie oder Dauer? Wir dauern 2 Punkte. Also es hält 8 Sekunden, dann wahrscheinlich 10 Sekunden. Und hier Energie um 20. Also, ja, am Ende wird es dann wahrscheinlich auch 20, 40, 60. Ja. Ja, komm, ich nehme... Ist doch scheißegal, ich nehme jetzt Energie. Fertig. So. Einfach geradeaus. Gut, wir haben noch einen Knoten. Und damit begeben wir uns dann weiter. Alles klar, Stase-Modul wurde verbessert. Beziehungsweise vielleicht auch aufgefüllt, ich habe es nicht drauf geachtet.
Okay, zurück zum Gang. Wow! Viechers! Hey, hallo? Der Schädel lebt immer noch. Okay, haben wir es dann jetzt? Ihr Mistviecher, ihr hässlichen. Ja, stimmt. Da bin ich darüber damals. Zur AA-Kanone. Die AA-Kanone! Und jetzt direkt auf dem Weg. Alles klar, gut. Komm. Wo muss ich hin? Ah, Ebene 2. 1 geht immer noch nicht. Okay, warum auch immer. Naja, was soll's. Das berühmte Aufzugspiel. Ich muss jetzt wahrscheinlich zum Monorail. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und es kann auch sein, dass wir dann ins neue Kapitel kommen. Oh boy, was ist das? Da hat sich doch schon irgendwas Großes an dem Ding ins Fest gesaugt. Und jetzt ist immer noch nicht gut, oder wie? Oh Gott, nein, was ist das? Aha! Ah, der macht diese Sounds. Oder? Ist jetzt Ruhe? Ja, stimmt, der macht solche Sounds. Ach du Scheiße, wie laut der ist, ne? Okay, ich muss eh da lang. So, erstmal in den Shop. Stuff verkaufen, ihr wisst, wie es läuft. Luftkanistermittel läuft. Die kann ich in Safe packen. Rubin wird verkauft. Boah, wir haben schon wieder 55.000. Ich wette, wir können uns jetzt schon den neuen Anzug leisten. Ja. Aber leider ist er noch nicht da. Gut. Dann. Ich habe hier nur Medipacks, ne? Ach du Scheiße, wie viele. Ich glaube, ich kaufe mir ein bisschen Munition. Ah ne, da oben ist ja. Ja. Na komm. Sollte erstmal reichen. So. Bisschen Heilung, bisschen Muni. Passt. Oh Gott, der Dicke. Der Dicke, Dicke. Haben wir es dann, ja? Sehr schön. Das freut mich. Ich freue mir einen Keks. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen hier? Ist das Licht? Okay. Scheiß Vieh. Credits! Wie viel waren es? 2000? Das ist ja gut. Monorail Station. Ja, alles gut hier. Oh, ich habe wieder Glibber an mir. Schauen wir mal hier vielleicht noch was übersehen. Ich will immer da runter gucken. Irgendwie glaube ich immer, dass da unten irgendwas ist. Naja, sieht nicht so aus. Komm. So, und ab geht er. Der Isaac. Kapitel 8. Suchen und retten. Abgeschlossen. Ja, wir wurden gefunden, aber nicht gerettet. Und ich würde dir das jetzt so bald nicht ändern. Yes, wir speichern. Yes, wir wollen überschreiben. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Oh boy. Jetzt geht's wieder wohin? Ist das das Engineering Deck wieder? Nee, ich weiß gar nicht. Was ist das? Nee, das ist was ganz Neues. Achso, klar. Storage Deck. Oh, Storage Deck. Ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Die Wähler kam wohl in dem Wissen, dass bei uns die Scheiße am Dampfen ist und wollte die USG Shimura eventuell zerstören. Wenn die schon so bewaffnet waren, wie er sagt, liegt das nahe. Und jedes Mal meldet sich Kendra, wenn der Kontakt zu Hammond abbricht. Zum Zero-G-Erzlager. Ah, okay. Was sind das hier für Dinger? Ist das so ein Lüftungsschlitzer oder ist das oder...
So Shutter oder sowas. So Schutzdinger. Ach, keine Ahnung. So. Was haben wir hier drin? Munition, das weiß ich. Gibt's hier noch irgendwas? Sonst verkaufe ich die gleich. Zack, zack. Einmal kurz umschauen. Gut, dann packen wir das hier kurz in den Shop rein. Damit wir mehr Platz haben. So, Inventar. Strahlmunition. Wegverkaufen. Nice. Alles klar. So, wo geht's hier hin? Ich muss links lang. Okay, ist nur eine Schleuse. Ich kann nur da lang. Luftkanister. Ja gut, dann war ich hier mal. Wow. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du Ach, wirst Scheiße. Die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kommst. Okay. Ich muss also erstmal da runter. Ah, ich kann einfach so runterlaufen. Verstehe. Zu weit, schade. Ist irgendwo was, was näher dran ist. Boah Gott, wie viel Stuff hier ist. Hier liegen halt schon wieder Leichenteile rum. So, ich will die Kiste, nicht die extrem radioaktive Kugel. Nice. Okay, von da bin ich gekommen. Okay, ja gut. Laufen wir erstmal hier lang. Wir müssen hier wohl alles weghauen. Ach, komm schon. Zack, weg damit. Ich muss wohl auf beiden Seiten machen. Jupp, und dann kann ich wohl hier die Schleuse öffnen und die Dinger wegballern. Ich hoffe, meine Magnetstiefel halten. Und ich habe hier auch Sauerstoffstationen schon gesehen. Oh yeah. Oh Gott. Wie es knuspert, ne? Weg damit. Au, oh, was war das? Wurde ich angegriffen? Oder ist das die Kugel? Oh, nein, das sind Viecher, tatsächlich. Boah, lol. Ich habe den gerade mit einem Schuss zersäbelt, ne? Wie geil ist das denn? Hä, sind noch welche? Sind noch irgendwo Viecher? Bestimmt, aber wo? Ist die Frage. Oder? War es das? Soll ich warten, bis ich wieder angegriffen werde? Ja, da ist eins. Das ist ein Baby. Ja, komm rum. Ja, was willst denn du? Ja, geht doch. Meine Güte, ey. Komm rum. Hallo? Hey, extrem radioaktive Kugel, du regst mich auf. Zu extrem. Ah, verflucht! Du Missgeburt, komm her. Schieß dich zusammen. Ich brauch Sauerstoff. Komm schon! Radioaktives Material entfernt. Ja, ist mir scheißegal. Geht doch. Meine Güte, die Viecher sind vielleicht nervig, ey. So, was war's? Munition? Okay. Komm, ran jetzt. Meine Güte. Wo sind die anderen Dinger? Da. Boah Gott, der Jägerzähler rastet aus. Radioaktives Material entfernt. Okay. Boah, shit, das ist das Schiff. Das steckt hier einfach drin. Ah, Mann. Was ist das? Hä? Von wo? Da. Ich schieße euch Missgeburten zusammen. So, jetzt stirb endlich. Fuck man, ich verschwende hier Munition wegen euch. Ist unglaublich. Ah, erstmal wieder nachtanken. Ja, benutzt die doch. Meine Güte, Junge. Du bist mir vielleicht einer.
So, dann, Kischt, komm ran. War da noch irgendwas? Keine Ahnung. So, da hat es auch gerade geknuspert. Der Kugel, komm rum. Weg. Radioaktives Material entfernt. Bevor ich hier noch an Radioaktivität sterbe. So, dahin. Boah, scheiße, das klingt echt böse. Kann ich da drauf schauen? Wo ist diese Schleuse da? Okay. Und du, genauso. Komm rum. Ja, was ist denn los jetzt? Hey, es ist nicht dein verdammter Ernst. So, weg damit. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre. Ja, ja, Strahlengefahr. Strahlengefahr im Gesicht. Ich brauche erstmal Sauerstoff. Zack, komm rum. Läuft. So, wo soll ich hin? Da hoch, ach du Scheiße. Ja, eher ungern, wenn ich ehrlich bin. Also, gibt's hier noch irgendwas zu holen? Von da bin ich gekommen. Boah, shit. Hier liegen halt Sprengköpfe in der Gegend rum. Boah, die ist hier einfach reingeballert, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, gut. Rauf da. Nochmal kurz umschauen. Ach du Scheiße, sieht das heftig aus, ne? So. Und rein in die Wälder. Ach du Scheiße, was ist denn mit ihm los? Nope. Sorry Leute, ich bleib hier erstmal in der Schleuse. Ich sehe gerade, die Folge ist lang genug und werde sie hier beenden. Ich weiß, das war mies, aber was war denn das für Zappler gerade? Oh mein Gott, war der schnell. Also, Leute, ich beende hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal in der US Unveiler. Hey Leute und herzlich willkommen zurück. So, jetzt wollen wir die Wähler mal betreten. Und ich hoffe, dass wir das überleben. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang soll. Oh Mann. Ich soll mich wohl auch erstmal einfach umschauen hier. Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Wow. Okay. Okay, Leute, ich sehe da gerade eine Speicherstation. Sorry, ich werde hier mal speichern und dann diese Folge und die letzte zusammenschneiden. Also diese Minute, die ich hier noch verbraucht habe. Weil ich wollte die nicht beenden, weil ich keine Speicherstation hatte. Und jetzt habe ich jetzt, ja, endlich eine gefunden. Alles klar, also, zähle das hier noch zur letzten Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, haut rein.